Herzlich willkommen, meine lieben Catch-Freunde. Es ist endlich soweit. WrestleMania 28 ist Geschichte. Und wie versprochen, ist es nun Zeit für den Universe Mode von mir als Let's Play. Und ich kann jetzt schon behaupten, das wird der mit Abstand epischste und größte Universe Modus hier auf YouTube. Denn dieser Universe Modus steht ganz unter dem Motto WWE vs. ROH. Oder für die anderen gesagt, Mainstream vs. Independent Wrestling. Oder auch gesagt, die alte WWE, fast schon WWF, gegen Ring of Honor und TNA. Was? Das ist doch total verwirrend. Ja, habt ihr recht. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Hier sehen wir unseren Terminplan und man kann schon sehen, er ist total modifiziert. Wir haben das WWE-Logo, wir haben das TNA-Logo und wir haben das Ring of Honor-Logo. Wie läuft das jetzt? Ganz einfach. Wir haben montags das WWE-Roster. Das heißt, ich habe das WWE-Roster minimiert. Ich habe alte Superstars zurückgeholt. Ich habe die neuen rausgeschmissen, die mich nicht interessieren. Und vorneweg, viele werden, wird das vielleicht nicht gefallen, dass ich da ordentlich aufgeräumt habe im Roster, aber das hier ist mein Let's Play und wir werden das so gestalten, wie ich denke, dass das episch wird. Und meine Fresse, es wird episch. Wir haben freitags das Ring of Honor Roster. Da befinden sich nur alte Independent oder auch neue Independent Stars, ja. Keine aus der WWE, außer sie sind damals, sie sind groß geworden bei Ring of Honor. Aber mehr möchte ich noch nicht verraten. Bei Ring of Honor haben wir halt eben die ganzen Independent Stars. Und es wird auch so sein, dass wir nur Ring of Honor bei Ring of Honor haben und nur WWE bei WWE. Es sei denn, wir haben Tag Team Matches, die sind gemixt. Aber jeder hat trotzdem seine eigenen Titel. Aber dazu kommen wir später. Wir haben montags WWE, wir haben freitags Ring of Honor und bei TNA, da kommt es zur Besonderheit, weil es gibt natürlich Ansetzungen, die zwischen WWE und Ring of Honor extremst geil wären. Die möchte man natürlich auch sehen. Und da möchte ich nicht nur die Chance bei einem Pay-Per-View haben, sondern auch bei einer Weekly, mindestens drei Matches in der Woche, bei TNA. Das ist quasi das Superstars der WWE. Da treffen die Leute aus der WWE auf die Leute von Ring of Honor und liefern sich hoffentlich unglaubliche Schlachten. Also, WWE ist das WWE-Roster, Ring of Honor ist das Ring of Honor-Roster und TNA ist WWE mit Ring of Honor gemischt. Total krass. Und ich denke, jetzt sollte ich euch erstmal zeigen, wer überhaupt im Roster ist. Fangen wir an mit dem WWE-Roster. 35 Topstars warten hier auf euch. Let's go! Wir fangen natürlich mit dem WWE-Roster an und unser erster Wrestler ist Alberto Del Rio. Weiter geht es mit Batista. Ja, ganz recht. Ich habe The Animal Dave Batista für euch zurück ins WWE-Roster geholt. Im WWE-Programm darf natürlich nicht fehlen The Big Show. Booker T wird auch nochmal Fulltime in den Ring zurückkehren und will versuchen, zurück an die Spitze der WWE zu kommen. Here comes the pain. Brock Motherfucking Lesnar gibt nicht nur in echt jetzt sein Comeback, sondern wird auch bei uns ordentlich das Roster aufräumen. Bubba Ray Dudley und Devon Dudley kehren zurück zur WWE und werden dort als Dudley Boys wieder zusammen auftreten. Bei WrestleMania 28 ist es ihm nicht gelungen, vielleicht gelingt es ihm bei uns, einen Titel zu holen. Chris Jericho im WWE-Roster. Christian, ein Mann, der jahrelang viel zu unterschätzt wurde bei WWE. Ein Wrestling-Urgestein möchte es nochmal wissen. Ich habe Dean Malenko für euch zurückgeholt ins WWE-Roster. Im richtigen Leben macht sein Nacken leider nicht mehr mit, aber bei uns wird Edge weiter wrestlen. I am a real American, brother. Hulk Hogan im WWE-Roster. Das könnte für ultimative Begegnungen sorgen. Wo wir gerade von Americans reden, der American-American Jack Swagger wird auch im WWE-Roster bleiben. John Cena konnte The Rock bei WrestleMania 28 nicht besiegen. Vielleicht bekommt er bei uns sein Rematch. Einen weiteren großartigen Mann habe ich für uns zurück ins WWE-Roster geholt. JBL John Bradshaw Layfield. Für Coolness wird sorgen John Morrison. Ob maskiert oder nicht, Kane
wird jedem im WWE-Roster einen Chokeslam verpassen, wenn er will. Auch das Urgestein Kevin Nash wird bei uns wieder aktiv und wie man unten schon bei den Verbündeten sehen kann, X-Pac wird auch wieder dabei sein und die beiden bringen die NWO Wolfpack back to WWE. Für New School Spots wird sorgen Kofi Kingston. In Japan ein unbesiegbares Monster. Bei der WWE durfte er nie das zeigen, wozu er fähig ist. Ich habe ihn nach seinem Real-Life-Comeback direkt für uns ins WWE-Roster geholt. Lord Tensei, aka A-Train. Ballin' Montavious Porter wird bei uns sein WWE-Comeback geben. The Viper, Randy Orton, wird selbstverständlich auch nicht fehlen. Bei WrestleMania 28 in die Hall of Fame zum zweiten Mal aufgenommen worden. Bei uns gibt er sein In-Ring-Comeback. Ric Flair! Woo! Für euch zurück im WWE-Roster. Rob Van Dam. Auch der kleine Rey Mysterio darf im WWE-Roster nicht fehlen. Der Heartbreak-Kid Shawn Michaels hat seine Karriere bei der WWE vielleicht beendet. Aber bei uns packt er es nochmal an. Auch dabei natürlich der Celtic Warrior Sheamus. Und hier eine Sensation, die ich nur für euch ins WWE-Roster geholt habe. Sting! Die Gerüchte kursieren, dass er bei WrestleMania 29 nochmal einen Auftritt haben wird. Bei uns ist er jetzt schon wieder da. The Rattlesnake Stone Cold Steve Austin. Er ist nicht ganz so awesome wie ich, aber The Miz ist auch im WWE-Roster. The People's Champ, The Rock, hat nicht nur einen grandiosen Sieg bei WrestleMania 28 gefeiert, sondern wird auch bei uns nochmal alles geben. The End of an Era, schön und gut, bei uns ist noch lange nicht Schluss. The Game, Triple H im WWE-Roster. Wo wir gerade von End of an Era sprechen, auch für den Undertaker ist bei uns noch lange nicht Schluss. Und zu guter Letzt, als 35. Mann im WWE-Roster, William Regal. Das war das WWE-Roster. Eine Mischung aus Attitude Era und der Neuzeit. Und das verspricht so genial zu werden. Nun kommen wir zum Ring of Honor-Roster. Und das Roster war unter anderem der Grund, warum ich den Universe-Modus erst jetzt online stelle. Denn es hat mich mehrere Wochen, Monate gedauert, diesen zu erstellen. Er besteht fast nur aus selbst erstellten Wrestlern. Aber eins sage ich euch, auch wenn euch die meisten Namen jetzt bei der Vorstellung nichts sagen werden, achtet auf sie. Ich werde euch sehr vielen über sie erzählen, euch was beibringen, was ihr noch gar nicht kennt aus der Wrestling-Welt und euch zeigen, wie episch Independent Wrestling ist. Bei Ring of Honor, let's go! Der erste Mann im Ring of Honor Roster ist niemand geringeres als AJ Styles. Alex Shelley und Chris Sabin werden als Motor City Machine Guns die Tag Team Division ordentlich aufwerten. Ebenfalls im ROH Roster AA Austin Aries. Charlie Haas und Shelton Benjamin durften bei der WWE nie das zeigen, wozu sie fähig sind, aber zusammen werden sie als World Greatest Tag Team bei ROH alle Moves auspacken, die sie haben. Chris Hero mag vielleicht als Cassius Ohno jetzt schon bei WWE sein, aber für mich wird er immer ein Independent Wrestler bleiben. Chris Hero im ROH Roster. Ein Mann, der auf gar keinen Fall fehlen darf, Christopher Daniel. Auch Claudio Castagnoli mag vielleicht als Antonio Cesaro jetzt bei der WWE sein, aber ebenfalls wie Chris Hero gehört er einfach ins ROH-Roster und wird auch zusammen mit Chris Hero die Kings of Wrestling fortsetzen. Viele werden sich gefragt haben, wo zur Hölle ist CM Punk im WWE-Roster? Ja, meine Freunde, ich will epische Matches und ich will CM Punk wieder da, wo er hingehört. Zurück zu ROH! Lebt damit! Zusammen wird er dort nämlich mit seinem Kollegen Colt Cabana nicht nur die Second City Saints zurückholen, sondern auch noch die besten Matches der Welt liefern. Ähnlich wie CM Punk wird auch Daniel Bryan nicht mehr Daniel Bryan sein, sondern wieder zurückkommen zu seinen Wurzeln. The original best in the world, Bryan Danielson, zurück im ROH Roster. Mein persönlicher Gott und für mich der beste Wrestler in der Welt. Davey Motherfucking Richards.
wird nicht nur alleine rocken, sondern auch zusammen mit seinem Kollegen Eddie Edwards die American Wolves zurückbringen. Olle! El Generico wird uns hoffentlich einige göttliche Braybuster zeigen. Huch, hat Evan Bourne nicht auch im WWE-Roster gefehlt? Ganz recht. Für mich ist Evan Bourne nicht Evan Bourne, sondern Matt Sydal. Und auch er wird zurück ins ROH-Roster kehren. The Notorious 187 Homicide wird im ROH-Roster sein. Bier, Bier, Bier! James Storm habe ich ins ROH-Roster geholt. Shelton Benjamin und Charlie Haas mögen sich zwar The World Greatest Tag Team nennen, aber es gibt ein weiteres Team, auf das dieser Name sehr gut zutreffen würde, nämlich Jay Briscoe und Mark Briscoe, The Briscoe Brothers. Ein Mann, der mittlerweile meiner Meinung nach nichts mehr bei der WWE verloren hat, habe ich ins ROH-Roster für euch geholt, Jeff Hardy. Und er wird selbstverständlich mit seinem Bruder Matt Hardy die Hardy Boys zurückbringen. Ein weiterer Mann im ROH-Roster wird sein Jimmy Jacobs. Mein japanischer Gott für euch bei Ring of Honor, Kenta. Ebenfalls mit an Bord im ROH-Roster ist Kevin Steen. Kurt Angle. Ein Mann, bei dem ich lange überlegt habe, ob ich ihn nicht lieber ins WWE-Roster stecke oder ins ROH-Roster. Und letztendlich habe ich mich doch für ROH entschieden, denn zum einen ist er nicht mehr bei WWE und zum anderen gibt es hier Begegnungen, die ich so gerne sehen möchte. Kurt Angle wird das technisch beste Wrestling hier mit den anderen ROH-Superstars liefern. Freut euch drauf. Und natürlich wird es auch zu der einen oder anderen epischen Partie mit einem WWE-Superstar gehen. Der einzige WCW-Wrestler, der gleichzeitig drei Titel trugen durfte, gleichzeitig ein Mann, der bei der WWE auch nie das zeigen durfte, wozu er fähig ist, wird hier bei uns bei Ring of Honor zurückkommen. Lance Storm. Ein weiterer Mann, der nie das bekommen hat, was er verdient. Vielleicht wird er bei uns endlich World Champion. Loki. Ein Mann, der leider seine Wrestling-Karriere frühzeitig beenden muss, wird bei uns wieder auferstehen. Nigel McGuinness. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein so verschenktes Talent wie bei Samoa Joe gesehen. Vielleicht kommt er bei uns endlich zu dem Zuge, den er verdient hat. Super Dragon. Super Dragon. Tyler Black. ROH Ex-World Champ. Wird er bei uns wieder zurück an die Spitze kommen? Oder wird er zusammen mit Jimmy Jacobs die Age of the Fall wieder auferstehen lassen? Das, meine Freunde, waren die Roster. 35 WWE-Stars, 32 ROH-Stars. Ein prall gefülltes Roster mit Superstars sondergleichen. Wenn ich nur dran denke, fange ich schon an zu schwitzen, weil es so unglaublich geil wird, Leute. Jetzt werde ich euch noch erzählen, was für Titel wir haben, was für Pay-Per-Views und was uns erwarten wird. Die Titel sehen wie folgt aus. Bei World Wrestling Entertainment haben wir den Undisputed WWE-Title. Ich habe ihn zurückgeholt. Scheiß auf den kindischen Spinnerbelt. Das ist der einzige wahre World-Title. Und nachdem WrestleMania gerade dabei ist, ist der Träger in unserem WWE Universe davon The Rock. Als zweiter Titel haben wir den Intercontinental Title. Der aktuelle Titelträger nach WrestleMania bei uns ist Rey Mysterio. Und selbstverständlich haben wir auch einen Tag Team Title, und zwar einen eigenen, keinen Unify Title, nein, einen eigenen für World Wrestling Entertainment. Und ich sehe gerade, da oben habe ich einen Rechtschreibfehler. Das macht nichts, das werde ich gleich verbessern. Die Dudley Boys sind aktuell WWE Tag Team Champion. Und der Women's Title ist wurscht, weil es gibt keine Diven bei mir. Bei Ring of Honor haben wir folgende Titel. Zum einen den World Heavyweight Championship. Als aktueller Titelträger bei uns ebenfalls, wie aktuell in echt, CM Punk. Dann habe ich mich entschieden, für Ring of Honor den European Title zurückzuholen. Und aktueller Titelträger dabei ist Nigel McGuinness. Und auch wenn es der Unify Tag Team Champion Title ist, es ist ein eigener Titel für Ring of Honor. Die Kings of Wrestling sind aktuelle Titelträger.
Und wie gesagt, Steven gibt's bei mir nicht. Die braucht keiner. Was euch jetzt vielleicht noch interessieren könnte ist, was für Tag-Teams haben wir eigentlich bei WWE und ROH? Gut, ich stelle sie euch vor. Bei WWE haben wir zum einen die Generation X. Wie schon erwähnt, NWO Wolfpack. The United Kingdom, bestehend aus Sheamus und William Regal. Die Evolution habe ich für euch zurückgebracht. Batista, Randy Orton und Ric Flair. Auch nicht zu vergessen, die Brothers of Destruction, Kane und The Undertaker. Unsere aktuellen Tag Team Champions, die Dudley Boys, Bobby Ray Dudley und Devon Dudley. Und als letztes WWE-Team, für euch ein wenig Attitude Era? Ja? Edge und Christian. Die Teams bei Ring of Honor, selbstverständlich die aktuellen Tag Team Champions, The Kings of Wrestling, Chris Hero und Claudio Castagnoli. The American Wolves, Davey Richards und Eddie Edwards. Natürlich die Hardy Boys, Jeff und Matt Hardy. Die Second City Saints, CM Punk und Colt Cabana. Die Motor City Machine Guns, bestehend aus Alex Shelley und Chris Sabin. Selbstverständlich The Briscoe Brothers. Ebenfalls als mögliches Team agieren werden Styles und Daniels. Auch Generico und Steen werden bei uns wieder zusammen als Team auftreten können. Nicht bei der WWE, sondern mittlerweile bei ROH, The World Greatest Tag Team, Charlie Haas und Shelton Benjamin. Und als letztes Team, das bei ROH damals eine grandiose Storyline bekommen hat, The Age of the Fall, Jimmy Jacobs und Tyler Black. Und fast zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch, was euch erwarten wird an Pay-Per-Views. Da habe ich jetzt nicht so viel geändert, aber ein paar Kleinigkeiten. Und zwar wird hier unser erster Pay-Per-View in unserem Universe-Modus Extreme Rules sein, wobei dieser ganz unter einem ECW Memorial steht. Wir spielen nicht bei Extreme Rules, sondern bei ECW. Das hier ist ECW Extreme Rules, eine ECW Memorial Show, wo ich die eine oder andere kleine Überraschung für euch habe. Denn bloß weil sie nicht im Roster stehen, heißt das noch lange nicht, dass ich sie nicht doch irgendwo eingebaut habe und einen Überraschungsauftritt für euch geplant habe. Oh yeah. Der nächste Pay-Per-View wird sein King of the Ring. Oh yeah. King of the Ring wird gipfeln bei Clash of Champions. Danach haben wir natürlich Money in the Bank. Mit dem anschließenden SummerSlam, Night of Champions, wo jeder Champion seinen Titel verteidigen muss. Dann haben wir Hell in a Cell, wo jedes Match im Hell in a Cell stattfinden wird. Und dann haben wir Bragging Rights, was ganz unter dem Motto WWE vs. ROH steht. Den ganzen Abend wird es dort nämlich Matches WWE gegen ROH geben, inklusive einem Tag Team Elimination Match als Main Event. Dann gibt es natürlich noch die Survivor Series, TLC, den Royal Rumble, Elimination Chamber und das Gipfeltreffen bei WrestleMania. Das sind unsere Pay-Per-Views. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird bei diesem unglaublich genialen Universe-Modus. Und letztendlich werdet ihr euch alle fragen, nun gut, wie wird dieser Universe-Modus aber nun ablaufen? Ganz einfach. Ich erkläre es euch ganz kurz, damit wir im nächsten Part direkt starten können. Und zwar werde ich die Wochenshows simulieren. Also ich werde sowieso alles simulieren. Also ich werde nirgends eingreifen. Wir werden einfach nur zusammen durch diesen Universe-Modus gehen. Aber ich meine damit, dass ich die Matches im Menü schon skippen werde, also simulieren werde. Wir gucken uns an, wer gewonnen hat, lachen oder weinen drüber, je nachdem wie es ausgeht. Und den jeweiligen Main-Event... den jeweiligen Main Event der Wochenshows, also Raw und SmackDown. Was heißt Raw und SmackDown? Also natürlich WWE und ROH, werden wir uns angucken. Es ist völlig egal, ob da steht Match des Tages oder nicht. Wir werden uns einen Main Event angucken. Und während diesem Main Event werde ich jetzt nicht über das Match reden, sondern werde euch ein bisschen mit WWE News informieren, also aktuelle News. Das heißt, ich werde auch unregelmäßig diesen Universe-Modus präsentieren,
unregelmäßig. Er kommt, wenn ich es sage. Es gibt keinen, nicht jeden Tag ein Part. Es gibt nicht alle 2 Tage ein Part. Es kommt dann einer, wenn ich es sage. So, und ich werde nie sagen können, wann dieser Part kommt. Also fragt nicht. Er kommt, wenn er kommt. Dann werde ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen aus der aktuellen WWE-Szene geben. Vielleicht reden wir auch ein bisschen über das Match, was wir jetzt gerade eben hier bei unserem Universe-Modus sehen. Und so weiter und so fort. Ob wir uns auch dem Main-Event aus TNA oder Superstars, je nachdem, geben, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Ich versuche eine Show wöchentlich zu gliedern, also wir gucken uns eine Woche an, dann nächster Part, wieder eine Woche. Und die WWE, was heißt die WWE, die Pay-Per-View-Matches, die werde ich dann wahrscheinlich sogar einzeln als jeweilige Parts präsentieren, weil ich hoffe, dass die lange und episch werden. Aber je nachdem, wenn jetzt ein Match irgendwie nur 2 Minuten geht, warum auch immer, dann werde ich natürlich das nächste direkt noch im Anschluss setzen. Aber da lasst euch einfach mal überraschen. So wird es sein. Die Pay-Per-View-Matches werden alle geguckt, die werden alle live moderiert, währenddessen möchte ich keine News verkünden oder so, werde wahrscheinlich auch meinen Co-Kommentator an meine Seite holen. Da werde ich ein bisschen gucken, eventuell auch so schon im Universe-Modus, also in den Wochenshows, je nachdem, wie es uns zeitlich ausgeht. Unsere Zeit ist ja auch nur sehr begrenzt, also verzeiht dies, wenn es nicht absolut nach euren Wünschen verläuft. Das hier ist mein Let's Play, ich möchte es nochmal ganz genau sagen, das ist mein Universe-Modus. Wer jetzt unzufrieden ist, weil irgendjemand nicht dabei ist, der hat leider Pech gehabt, der darf ja gerne abschalten. Ich werde nichts mehr an diesem Roster ändern. Ich habe 3 Monate an diesem Universe-Modus jetzt gearbeitet. Ich habe ein bisschen die Schnauze voll, möchte endlich starten. Ich werde nichts mehr ändern, ich werde keinen mehr hinzufügen, ich werde keinen mehr wegnehmen. Es wird jetzt so laufen, wie es ist. Was jetzt in 2 Monaten ist, wenn ich nochmal irgendwie jemand Neues hinzufüge, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber jetzt fürs Erste bleibt so, wie es ist. Und wir werden jetzt im ersten offiziellen Part direkt mit dem Universe-Modus starten. Und ich bin so dermaßen heiß drauf, weil das Roster ist so göttlich. Ja, es ist so göttlich. Da wird der Hammer zustande kommen. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Bleibt dabei. Bitte guckt's. Und ich wäre euch äußerst verbunden, wenn ihr dieses Video irgendwie teilen oder verbreiten könntet, als Bulletin raushauen könnt. Irgendwie sowas, weil es war so schweineviel Arbeit und ich wäre wirklich sehr froh, wenn das auch viele Leute erreicht, vor allem, weil ich die Leute informieren möchte, eben auch mit aktuellen, also Real-Life WWE-News oder Wrestling-News-Ansicht, weil ich den Leuten etwas mehr beibringen möchte, als nur die WWE. Es wäre schön, wenn da viele Leute dabei wären. Wäre ich euch sehr dankbar. Ein Daumen nach oben wäre auch sehr schön. Und es tut gut, das auch mal zu sagen. So, das war's von mir. Das war's. Wolverus verabschiedet sich fürs Erste. Das war mein Einführungsvideo zum Universe-Modus. Wer das nicht episch findet, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Haut rein!